Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Immer noch hier in diesem Sperrgebiet, das wir jetzt aber schleunigst verlassen werden. Und an Ermangelung einer normalen Mission werden wir jetzt uns unsere Mission selber suchen. Unsere Mission lautet, wir werden die Stadt etwas renovieren. Beziehungsweise wir werden sie renovieren, wenn wir an etwas vorbeikommen, was renovierfähig oder renovierwürdig ist. Während wir uns auf den Weg zu einem unserer Assassinentürme machen, um dort einen Meisterassassinen zu bestimmen, beziehungsweise einen Turm zuzuweisen. Ist das hier? Das wäre ein Fraktionsgebäude, kostet 1200, geht schon klar, das geben wir jetzt einfach den Dieben. Ich habe nämlich gesehen, ich habe noch nicht ein einziges Fraktionsgebäude bisher renoviert. Deswegen machen wir das mal. Da oben sind die Diebe dann auch schon. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich schon, was habe ich noch nicht renoviert. Ich glaube, den Schneider, ja, den habe ich schon gemacht. Heißt, ich werde mich mal direkt zu dem Schneider auch begeben. Werde mir neue, ja, scheiße, auch Fallschirme, die benutze ich so gut wie gar nicht. Ich brauche einen Medizinbeutel, mein Freund. Gib ihn mir. Damit ich nämlich mehr... Ich brauche auch den Messergürtel und ich brauche auch den anderen Messergürtel, beziehungsweise... Ah, ich habe 27.000, das kann ich mir leisten. Und ich möchte auch die schwere Schwertscheide für 8.000 haben. Einfach so. Ah, nö, die will ich nicht haben, da... Nö. Man muss ja auch nicht alles mitmachen, ne? Nicht jeden Trend muss man mitgehen. Aber das ist aber teuer für knapp 1.500. Ist das ja ein ganz schöner Preis. Okay, mal gucken. Hast du irgendwas Neues für mich, mein schmiediger Schmied? Erstmal alles reparieren. Es scheint kaputt zu sein. Rüstung, jawohl. Assap, Lederstiefel. Oh, die sind aber günstig, aber wir kaufen sie trotzdem. Und den Brustschutz kaufen wir natürlich auch. Waffen. Jetzt könnte ich mir natürlich sowas holen, aber sowas will ich mir eigentlich gar nicht holen. Das würde mir schon eher so... zusagen. Was mit dem Bastardschwert? Ach, da habe ich nicht genug. Ich habe nur noch 11.000. Ach du Scheiße. Das ist ja nicht mehr viel, was ich habe. Das habe ich bereits. Das wäre im Schutz besser. Das im Tempo. Also Schaden machen die alle nicht wirklich mehr. Also jetzt diese normalen Waffen halt. Nehme ich Tempo plus 2, Schutz plus 2 oder nehme ich lieber Tempo nur plus 1 und Schutz plus 4. Wobei ich ja sagen muss, das ist mir alles zu teuer, ich nehme gar nichts davon so. Ich werde irgendwann später mal nochmal vorbeikommen, glaube ich. Und mir dann eventuell das ein oder andere Schnäppchen holen. Oh. Ja, ich bin irre, du bist tot. So ist das im Leben nun mal, das kommt vor. So, hier irgendwo ist eine, hier ist eine Bank. Die Bank werden wir auch mal schnell renovieren. Die wird ja mal teurer hier, die ganze Rotze. Dabei sollte ich eigentlich mein eigentliches Ziel auch nicht unbedingt aus den Augen verlieren. Das wäre ein bisschen schade. Ich glaube, auf der Bank dürfte nichts drauf sein. Ich war ja erst da und habe Geld geholt. Das kann ja so nicht weitergehen. Nein, also wirklich. Ich muss mal einen großen Investor suchen. So. Dann geht's mal weiter Richtung. Sag schon, warum haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Assassinenturm. Und werde halt, wie gesagt, alles renovieren, was sich jetzt so auf meinem Weg befindet, wo ich jetzt vorbeikomme. Ansonsten ist mir das relativ wurscht. Ja, ich gehe ja schon runter. Ist ja gut, Junge. Bleib locker. Das ist doch nicht etwa. Nein, das ist ja etwa nicht. Scheiße, jetzt haben sie mich entdeckt. Na super. Kein Problem. Ich hau einfach ab. Ja, interessant. Nicht wahr? So, rennen wir ein bisschen schneller, Erzieher. Die sind nämlich noch hinter uns her, die kleinen Pissnelken. Aber die müssten eigentlich gleich von uns ablassen. Aber zum Glück interessiert es die nicht so, dass hier einer rumrennt. Kann ich ja nur vom Glück reden.
So, 7600. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld bekommen die denn, wenn ich alles auf 100 habe? Ich weiß, dass ihr die Illuminationen in den heiligen Werken in meiner Ausstellung mit eigenen Augen sehen wollt. So. Die mühsame Arbeit von Jahren erschaffen. Ich kann das nur am Schild kaufen. Für 1200, die haben wir auch. Dann habe ich noch 7700. Da kann ich noch ein Geschäft bestimmt. Also die Bank kann ich auf jeden Fall noch renovieren. So. Dann geht's zur Bank. Die auch noch mal kurz renovieren für 1800. Ja, kein Problem. Wir haben es ja. ...8200 alle 20 Minuten. Naja, geht so. Ich glaube aber auf die Bank, da kommt... Also da, ich kann auch nicht viel einzahlen lassen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach guck mal, hier gibt es direkt noch mehr zum Renovieren. Alles klar. Hier zum Beispiel ein Arzt. Machen wir auch noch für 944. Passt das schon. Dann haben wir hier noch einen Schmied in der Nähe, zu dem ich gleich erst gehen kann, weil ich werde ja hier festgehalten, immer wenn ich irgendwas repariert habe, renoviert habe. So, das müsste hier irgendwo sein. Da ist er. Na, guckst du dir den Laden an? Ja, zu spät, jetzt habe ich ihn gekauft. Haha. Okay, noch ein Schmied, der renoviert ist und damit unser Einkommen steigert. Es wird eine Feste angegriffen, das finde ich scheiße. Zumal ich hundertprozentig nicht in der Nähe dieser Feste bin. So, wo wird denn die Feste angegriffen? Die Feste wird hier hinten am Arsch der Welt angegriffen. Ja, ich bin jetzt aber gerade auf dem Weg ganz woanders hin, deswegen... Ah, wobei, hier sind ja Tunnel, also ich könnte ja durch die Tunnel schon zur Feste, aber dann bin ich wieder so weit von hier weg und... Oh. Ah, na gut, wahrscheinlich, das wird eh wieder Sperrgebiet sein, da werde ich eh wieder Spaß haben hinzukommen. Na gut. Ja, so werden dann die Pläne halt immer ein bisschen vereitelt von dem Spiel. Mann, nervt mich doch nicht, ich gehe doch schon runter, ey. So. Ja, Problem ist, wird mir das hier eigentlich angezeigt, welche angegriffen wird? Wahrscheinlich nicht. Nö. Heißt, ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt, dass ich... hier hin muss. Ich muss die unbedingt alle schnell auf das Maximallevel kriegen, also auf 15, damit die Türme nicht mehr angegriffen werden, beziehungsweise nicht mehr übernommen werden können. Aber ich glaube, da bin ich noch ein bisschen weg von. Oh, nö, also bis hier ist noch kein. Ja, da ist es natürlich ein... Mann, Ezio, halt dich doch einfach da oben fest, ey. Jetzt kletter doch mal hoch. Du gehst mir manchmal auf die Nerven. So, ich bin ja voll auf dem Weg und so. Ach, weißt du was, komm hier, scheiß drauf. Halt's Maul. So, ich metzel euch jetzt alle kaputt hier. Habt die Schnauze voll von diesem ganzen Rotz, ja, dann werdet ihr schon mal dran glauben. So, ach, die anderen verpissen sich ja nicht, klar. Ach, da ist noch einer. Nicht mehr lange, behaupte ich mal. Da kommen die nächsten, wollen die mich eigentlich verarschen? So, warte mal. So, mach ihn tot. Und ihn eigentlich auch. Ja, komm, greif mich an, dann bist du tot. So. Ich habe es dir gesagt. Aber du wolltest ja nicht hören. Pech gehabt. So. Einmal hier drüber springen. Ich möchte aber eigentlich hier rüber, weil ich glaube, dann muss ich nicht so viel klettern. Ja, komm, scheiß was drauf. Geh hier runter. So. Ja, die wird angegriffen von Templern. Ich weiß. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Sachen zur Verfügung. Ich benutze aber nicht alle. Hey, eigentlich? Uiuiui. Sorry.
weil die eigentlich auch relativ unsinnig sind. Alles muss man gar nicht benutzen. Okay, die kommen von da, wie scheint. Da werde ich natürlich erstmal hier so eine feste, so eine Barrikade hier einsetzen. Hier kommt so einer und dann werde ich mal einen so einen Typen hier hinsetzen. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Okay, die machen das schon. Schießen, Ezio. So, warte mal, dann kann ich hier auf jeden Fall noch einen hinsetzen. Wie viel kosten die mich? Die kosten mich nur 10. Dann setze ich mal hier auch schon mal einen hin. Und dann kann ich hier direkt noch so einen Gewehrschützen platzieren. Teile ich das für mich. So. Das ist doch schon mal, naja. Achso, verdammt, ich vergesse immer, ich soll ja auch mal plündern. Dadurch, euch dort. Ne? Da war noch eine Mission erfolgreich, das finde ich super. Ihr habt es einfach drauf, meine Assassinen. Platziert euch dort. So. Ah, hier kann ich doch plündern. Ja, irgendwie muss ich gar nichts machen. Wie viel kostet mich denn diese Barrikade? 40. Ne, die will ich eigentlich nicht machen. Brauche ich jetzt auch gar nicht. Ich könnte sie natürlich schon machen, aber es muss halt nicht unbedingt sein. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Also was passieren könnte, ist, dass wenn die jetzt mit so einem riesen Gefährt ankommen, dann habe ich ein Problem. Aber ich versuche bis dahin so viel Moral auf jeden Fall zu haben, dass ich dann noch so ein zweites Ding einfach mal, ne, platzieren kann. So, ich mache das jetzt, glaube ich, auch einfach mal hier hinter. Mal schauen, ob das überhaupt was bringt. Keine Ahnung. Jetzt kommen, glaube ich, so eine Messertypen. Oder auch nicht. So. Oh, das ist auch alles mit mir. Ich habe 71 Moral. Das ist da. Ist doch mal was. Verteidig das für mich. Oh, warum schmeißt du diese Stellung? Warum nicht? Macht ja nichts. Ihr habt das alles gut im Griff, wie ich sehe. Ich kann ja eigentlich gehen. Boah, gar nichts mehr hier machen. Ihr macht das ja alle alleine. So. Oh, ich stehe hier einfach nur rum und gucke euch zu. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt mache. Und ja, warte, bis das hier vorbei ist. Ich meine, die machen das ja schon hier. Ich komme noch nicht mal mehr zum Schießen. Hier sind sie schon wieder tot. Plündern kann ich jetzt leider auch nicht gut. Ich habe jetzt auch eh eine zurückrufen, Barrikaden verkaufen, bla bla, wozu? Na gut, ich könnte die Barrikade jetzt erstmal verkaufen. Was denn hier? Ach so, aufwerten kann man die auch noch. Das ist ja interessant. Nö, ich mach die erstmal weg, wozu? Ich brauche sie nicht. Wenn ich sie doch brauchen sollte, dann kann ich ja wieder die auch hinstellen, aber stimmt, habe ich vergessen. Aber ich glaube, doch, Tatsache. Ihr müsst diese Stellung halten. Einfach so, damit man da ein bisschen auf der sicheren Seite auch ist, ne? Also obwohl, ach komm, eigentlich ist es überhaupt nicht nötig. Ich meine, jetzt ohne Scheiß, was soll ich denn da einen hinstellen? Ich meine, momentan haben sie alles gut im Griff. Die kommen ja noch nicht mal so weit. Ja, wenn jetzt wirklich, jetzt kommen die damit, jetzt kann ich noch eine Barrikade errichten, weil die Barrikade wird, glaube ich, nicht so lange halten. So, das heißt, hier direkt das Ding platzieren, hier, give me the big one, baller mit allem drauf, was du hast, und jetzt können auch mal meine Assassinen zeigen, was sie drauf haben. Wir haben ja jetzt einige hier am Start. Ah, das Ding schaffen wir schon. Ah, das Problem ist natürlich zwei Hits und meine Barrikade ist im Arsch, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Na gut, hier haben wir so eine stinknormale. Die wird jetzt nicht sehr lange halten. Sterben mir die
Assassin auch weg und Ezio schießt irgendwie nicht. So, geht doch. So. Okay, irgendwie habe ich jetzt gerade ein Problem, weil irgendwie... Warte mal kurz. Platziert euch dort. Los, platziert euch alle dahin. Wir müssen da Dinge kaputt hauen, bevor es unseren Turm kaputt macht, sonst haben wir ein Problem. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. So, geht doch. Achso, ihr seid sowieso alle tot. Das war's dann mit euch, meine Freundchen. Na gut, nur 58%. Das ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich mach das. Ich muss das ja sowieso machen, sonst verlieren wir die ganzen Festen. Da habe ich irgendwie nicht so die große Lust darauf. So, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt gehe ich aber dahin, wo ich auch hin wollte, und zwar zur anderen Feste, um einen Assassinen diese Festung auch zuweisen zu können. Ihr lasst meine Kinder verhungern? Was habe ich mit deinen Kindern zu tun? Sind doch nicht meine. Geh weg. So, jetzt gehe ich hier hin und muss einfach nur an denen, alles klar. Weg da. Mann, geh weg. Also macht man ja eigentlich nicht, aber Mann, die gehen mir voll auf die Nerven. Lass mich doch mal in Ruhe, ich habe doch nichts gemacht. Manu, ja, ich habe auch nichts getan. Trotzdem kommt ihr mir hier hinterher und geht mir auf die Eier. Das ist doch scheiße, sowas. Das geht nicht. Darum. Das geht dich nichts an, halt's Maul. Ja. Wir müssen hier runter, hier ist der Türmchen, nee, hier ist, ach, der Türmchen, der Tunnel. Irgendwo, wo ist denn der Tunnel? Hallo? Ach, da hinten ist der Tunnel. Da ist er, ja. Okay, ja. Ja, das war perfekt. Genau dahin muss ich nämlich auch hin. Find ich super. Genau das Türmchen habe ich doch gesucht. Gucken. Ja, ein bisschen trinken habe ich noch. So, dann geht es mal hier, wie komme ich denn hier da in den Turm und so weiter, da unten. Also gehen wir hier mal schnell rein. Ach, jetzt muss ich ja ein, ach, das ist aber scheiße, ich, Mann. Sieht man wenigstens die, ne, sieht man natürlich jetzt nicht. Ne, die sind alle schon, ne? Ja, ja gut, ich habe keine Ahnung, wer am meisten in der Hinterhand hat. Ich nehme jetzt... Ich habe keine Ahnung. Die beiden waren, glaube ich, nicht auf Mission. Ah, ich nehme jetzt einfach sie. Scheiß drauf. Ja, will ich. Alles ist gut. Dann reden wir mal mit dem Rekruten. Alles ruhig heute? Keineswegs. Zwischen zwei Gruppen von Roma ist ein hitziger Streit entbrannt. Eine Gruppe hat sich gegen eine Frau namens Mirella verbündet. Sie werfen ihr vor, dutzendfach die Armen betrogen zu haben. In diesem Moment sind sie auf dem Weg, die Schwindlerin auszuweisen. Notfalls mit Gewalt. Anscheinend glaubt ihr, dass es Ärger geben wird. Oh ja. Mirella ist eine grausame Frau und ihr Temperament ist berüchtigt. Ich fürchte um alle, die sich mit ihr anlegen. Dann sollten wir diesen Roma unsere Hilfe anbieten. Es nützt niemandem, wenn dieser Streit eskaliert. Alles klar, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein, Leute.